Immer mehr Menschen wollen zu einem besseren Selbst werden. Ja, die Persönlichkeit weiterentwickeln, besser werden, erfolgreicher werden, ja, im Berufsleben und auch im Privatleben einfach glücklicher werden, sich fortentwickeln, was ganz natürlich ist. Und die Hypnose hat sich als wichtiges Werkzeug da entwickelt, weil für eine Weiterentwicklung ist ein Zugang zum Unterbewusstsein natürlich sehr, sehr vorteilhaft. Und die Hypnose ist ein wunderbarer Weg, um direkt einen Zugriff zum Unterbewusstsein zu bekommen. Das funktioniert allerdings nur, wenn der Klient das auch wirklich will, wenn der Hypnotisant das möchte. Das heißt, wenn jetzt jemand da hinkommt und sagt, okay, ich möchte gar nicht Nichtraucher werden, dann wird es eher schwierig. Das Einverständnis muss schon da sein, er muss also schon die Veränderung wollen. Und dann ist Hypnose ein sehr, sehr wertvolles Werkzeug, wo man einen Zugang bekommt. Und es gibt verschiedene Hypnose-Richtungen, verschiedene Hypnose-Stile, die es gibt. Und in den letzten Jahren habe ich immer wieder gemerkt, wenn ich so bei Facebook in verschiedenen Foren, in verschiedenen Gruppen mal so rumschaue, wo es um das Thema Hypnose geht, schreien viele immer danach, ich brauche ein Skript für Flugangst, ich brauche ein Skript für Fingernägel kauen, ich brauche ein Skript für Haare ausreißen oder was auch immer. Die Tendenz zu einem Script-Notist wird immer größer. Das heißt, das sind dann Hypnotiseure, die nur Skripte vorlesen. Und was eigentlich sehr, sehr schade ist, weil die Hypnose kann sehr, sehr viel mehr. Und wenn man eine gewisse Flexibilität mitbringt, und es gibt viele Hypnotiseure, die sehr gute Flexibilität haben, die auch Flexibilität schulen und wirklich dem Klienten einen großen Nutzen geben. Und für ein Standardskript, naja gut, da muss man eigentlich nicht zum Hypnotiseur gehen, wenn man sich jetzt ein Standardskript anschauen möchte. Und da gibt es aber wirklich Hypnotiseure, die wirklich auf einem sehr guten Niveau arbeiten. Und neben der Hypnose gibt es noch eine weitere Technik, die sehr effektiv ist. Das hat etwas mit der Gehirnwellenstimulation zu tun. Das ist in den 1990er Jahren entwickelt worden oder entdeckt worden vielmehr. Da geht es darum, die REM-Phasen. REM-Phasen haben wir alle schon mal gehört. Das heißt, wenn wir nachts schlafen, produziert das Gehirn, schießen die Neuronen zwischen der rechten und linken Hälfte hin und her. Von außen können wir das ablesen über die Augenbewegung. REM ist Rapid Eye Movement, schnelle Augenbewegung. In dieser Phase räumen wir emotional auf. Ja, und daher kommt die Aussage, die wir schon mal sagen, komm, schlaf mal eine Nacht drüber, morgen sieht die Welt anders aus. Ja, und das kennen viele auch. Ah, ja, man geht abends mit einer Wut ins Bett und am nächsten Morgen wird man wach und sagt, komm, war gar nicht so schlimm. Ja, manchmal ist es aber so, man wird morgens wach und sagt, ah, das sitzt mir immer noch im Nacken. Ja, das belastet mich noch. Das ist ein Zeichen dafür, dass dieser Verarbeitungsprozess aus irgendeinem Grund nicht stattgefunden hat. Und durch den gezielten Einsatz von wachen REM-Phasen kann man das nachbearbeiten. Und da gibt es viele Hypnotiseure, nicht nur Hypnotiseure, auch Coaches, die damit arbeiten, und auch Therapeuten. Da gibt es eine Technik, die sehr populär ist, das nennt sich Wingwave, wo dort gezielt mitgearbeitet wird, um diese wachen REM-Phasen zu produzieren. Und man kann das nicht nur mit visuellem Zugang, sondern auch mit auditivem Zugang, indem man zum Beispiel ein Signal aufs linke und aufs rechte Ohr übers Kopfhörer reingibt. Ja, abwechselnde Signale. Und wenn man das schon mal gemacht hat, dann merkt man auch, dass die Augen sich so ein bisschen so in diesem Takt bewegen, wie die Signale abwechselnd links und rechts kommen. Und das ist auch eine wunderbare Methode, um schnell aufzuräumen. Ja, und das System, unser Emotionssystem ist schon sehr empfindlich. Und früher war es normal, wir sind einmal in der Woche spazieren gegangen durch den Wald, um so ein bisschen runterzukommen. Und heute ist es so, viele machen das gar nicht mehr, weil sie vielleicht auch gar nicht die Zeit dazu haben. Ja? Das heißt, ich kenne viele Leute, die haben nicht nur einen Job, die haben zwei Jobs, damit sie überhaupt klarkommen. Und diese Erholungsphasen sind viel zu gering. Und diese Erholungsphasen sind für uns sehr, sehr wichtig. Je mehr Erholungsphasen wir haben, je besserer Schlaf wir haben, umso besser sind wir drauf. Wenn ich wenig Erholungsphasen habe, klar, wenn ich jeden Tag 12, 14 Stunden arbeite, das ist schon eine gute Basis, um direkt in den Burnout reinzurennen. Und damit man das nicht kann, ist natürlich wunderbar, wenn man sich auch diese Erholungsphasen selber gibt und REM-Schlaf produziert, REM-Phasen, dann geht es uns einfach besser. Und neben der bilateralen Hemisphärenstimulation gibt es noch die Möglichkeit, die Frequenzen im Gehirn, die Resonanz im Gehirn zu verändern. Das Gehirn produziert Gehirnwellen, ja, elektrische Wellen. Diese Wellen kann man messen mit einem EEG. Und das ist so ein bisschen vergleichbar wie, wir haben
Alpha-Wellen, Beta-Wellen, Theta- und Delta-Wellen sind verschiedene Gehirnwellenbereiche. Und bis zum 5., 6. Lebensjahr sind wir primär im Theta- und Delta-Bereich unterwegs als Kinder. Das heißt, wir haben kaum Alpha- und Beta-Wellen. Und je älter wir werden, umso mehr Alpha- und Beta-Wellen produzieren wir. Das heißt, wir scheinen irgendwie so ein bisschen verlernt zu haben, uns zu entspannen. Ja, Theta- und Delta-Wellen sind so sehr tiefe Entspannungszustände. Eine leichte hypnotische Trance ist zum Beispiel Alpha-Zustand. Im Alpha-Zustand haben wir schon sehr guten Zugriff zum Unterbewusstsein, zur Veränderung. Und wenn man noch in Theta und Delta reinkommt, ist es noch tiefer. Ja, zum Beispiel ein Kollege, mit dem ich damals die Ausbildung gemacht habe, der arbeitet mittlerweile, so wie ich informiert bin, als Hypnoseanästhesist und im Krankenhaus. Und die machen Blinddarm-OPs, einfachere Operationen mit Hypnose. Und da sind halt Theta- und Delta-Zustände schon sehr, sehr oder notwendig, um dahin zu kommen. Das heißt, dann haben wir schon eine Schmerzunempfindlichkeit. Und es gibt eine Methode, wie man diese Gehirnwellen auch produzieren kann. Ja, das ist so vergleichbar. Sie bekommen eine Brille auf und diese Brille produziert Lichtimpulse in einer bestimmten Frequenz. Und auch ein Kopfhörer auf und dieser Kopfhörer produziert auch eine Frequenz. Und das Gehirn hat dann quasi keine andere Möglichkeit, als genau in diesen Frequenzbereich reinzugehen. Das kann man so ein bisschen damit vergleichen, wie wenn Sie 5 Metronome nehmen. Ja, Sie stellen 5 Metronome auf ein Brettchen, starten die und die haben alle ihre eigene Frequenz, ihre eigene Schwingung. Ja, und wenn wir die jetzt mal auf ein Brettchen draufstellen und dann das Ganze ein bisschen beweglich machen, sodass die Schwingung aufgenommen werden kann, ja, dann stellen wir fest, nach ein paar Sekunden takten die alle in einer Frequenz. Ja, die haben die Frequenz übernommen. Und so ähnlich ist das mit dieser Frequenz, die wir von außen auf die Augen geben. Das Gehirn hat keine andere Chance, als genau in diesen Frequenzbereich reinzugehen. Und das macht ein System. Gehirnwellenstimulation kann man von außen machen. Das wurde ursprünglich mal entwickelt im Sport. Und um Sportler in diese Stimmung reinzubekommen, komm, ich schaff das, ich krieg das hin. Ja, diese Frequenz, wo die Sportler diese Zuversicht bekommen, sagen, komm, ich krieg das hin. Da wurde das entwickelt, das wurde immer weiterentwickelt und man hat festgestellt, es gibt ganz tolle Frequenzbereiche. Und etwas ganz Spannendes ist mit diesen Frequenzen, es gibt die sogenannte Schumann-Frequenz. Schumann-Frequenz ist die Frequenz von 7,83 Hertz. Unsere Erde schwingt auf 7,83 Hertz. Man hat eine ganz spannende Entdeckung gemacht, nämlich Heiler, egal wo diese Heiler leben, in dem Moment, wenn diese Heiler heilen, produziert das Gehirn des Heilers diese 7,83 Hertz. Das heißt, egal ob es ein Schamane ist von Hawaii oder ein Voodoo-Priester oder was auch immer, egal wo dieser Heiler zu Hause ist, ob in Europa, Australien, Neuseeland oder wo auch immer, in dem Moment, wenn der Heiler seine Arbeit macht, wenn er heilt, produziert das Gehirn des Heilers diese 7,83 Hertz. Ich finde das ziemlich spannend und so kann man das Gehirn auch noch steuern und die Frequenzbereiche erreichen, die man haben möchte. Das ist auch so ein bisschen damit vergleichbar, wenn Sie sich jetzt mal vorstellen, Sie gehen zu einem Fußballspiel, ja, und diese Stimmung im Stadion. Ja, viele Menschen gehen auch dahin ins Stadion, um diese Stimmung aufzunehmen, diese Stimmung aufzusaugen. Die schwingen alle auf einer Frequenz. Das ist die gleiche Frequenz, diese gute Laune, diese Stimmung für das Team, ja, diese Stimmung aufzunehmen. Oder wenn Sie sich vorstellen, Sie gehen zu einem Formel-1-Rennen, früher Michael Schumacher, ja, stellen Sie sich mal vor, einer sitzt da zwischen der Reihe, alles rote Ferrari-Anzüge und einer sitzt dazwischen oder zwei sitzen dazwischen mit Mercedes-Anzügen. Kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen, weil da zieht man mit, man muss quasi diese rote Jacken anziehen, eine rote Mütze aufziehen. Man nimmt die Frequenz der Fans auf und geht mit da rein, so ähnlich wie das die Metronome machen. Ja, die Metronome nehmen diese Frequenz einfach auf. Es geht gar nicht anders. Ja? Und so ähnlich ist es bei der Gehirnwellenstimulation. Es geht nicht anders, das Gehirn muss diese Frequenz einfach aufnehmen. Ja, was hat das Ganze mit dem Hypnose-Resonanz-Coaching zu tun? Ich habe mir das einfach angeschaut in den letzten 5 Jahren, die verschiedenen Techniken, und habe einfach das genommen, was ich für gut befunden habe, und habe das miteinander kombiniert. Das bedeutet,
Wir arbeiten hier mit Tiefenhypnose, mit moderner Tiefenhypnose, mit Gehirnwellenstimulation, entweder mit ganz normalen Winkbewegungen, ja, oder mit auditiver Stimulation über den Kopfhörer und zusätzlich noch mit Gehirnwellenstimulation, alles in einem. Und das ist das Hypnose-Resonanz-Coaching und dadurch erreichen wir für unseren Klienten ein ganz neues, ich nenne es mal Einkaufserlebnis. Die Klienten bemerken hier selber, wow, ich gehe ja richtig tief in die Entspannung rein und es verändert etwas. Das heißt, ich kann von außen die Frequenz, die ich beim Klienten haben möchte, steuern. Ja, ich habe ein Steuerfeld, wo ich eine Frequenz einstelle und dann produziert diese Brille, die unsere Klienten aufbekommen, eine bestimmte Frequenz und der Klient kann sich jetzt quasi gar nicht dagegen wehren, als in diesen Frequenzbereich reinzugehen. Und so dadurch erreichen wir, dass wir sehr schnell in tiefen Entspannungszuständen sind. Ja, im Vergleich vorher haben wir vielleicht eine Viertelstunde gebraucht, jetzt brauchen wir 5 Minuten und wir müssen zwischendurch nichts mehr unternehmen, um diesen Zustand zu halten. Das heißt, wir müssen es nicht mehr vertiefen zwischendurch oder schauen, ist unser Klient noch da, wo wir ihn gerne haben wollen. Das übernimmt dann die Technik quasi. So erreichen wir ungefähr 20% Zeitersparnis. Oder mit anderen Worten, wir haben pro Sitzung 20% mehr Zeit für die reine Arbeit in der Hypnose. Weil eine Coaching-Sitzung besteht ja nicht nur aus der Hypnose, sondern erstmal ein Vorgespräch, die Einleitung der Hypnose, die Arbeit in der Hypnose, die Ausleitung. Und die Arbeit in der Hypnose, die ist jetzt halt länger möglich oder wir können mehr arbeiten im gleichen Zeitraum.